Space, the final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its mission? To explore strange new worlds. To discover new life and new civilizations. To boldly go where no man has gone before. Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu Star Trek Judgment Rights. Die Folge heißt The Light and the Darkness und ich bin Licht und Schatten schon begegnet. Scheinbar wollen sie sich gegenseitig auslöschen hier. Jeder meint, er ist derjenige, der hier überleben darf und ich muss jetzt irgendwie scheinbar vermitteln, ne? Und bin jetzt gerade im Gespräch mit dem Wissner, nachdem der zur dunklen Seite gehört, nachdem die lichte Seite ich vorhin schon gehört habe, ne? Dann würde ich sagen, gucken wir mal, was Nummer 2 jetzt hier sagt. Dennoch basieren die beiden Weltanschauungen auf gemeinsamen Ideen. Sie sehen die Dinge aus einer anderen Perspektive. Das ist alles. Haben Sie denn keinerlei Kenntnisse der Logik? Es handelt sich um Wesen des Aberglaubens. Sie haben unsere Welt eingenommen, um uns dann daraus zu vertreiben. Wie können Sie behaupten, wir hätten irgendwelche Ähnlichkeiten mit Ihnen? Ja, genau. Sie stellen zwar meine Kenntnisse der Logik in Frage, wenden die Ihren aber nicht auf den Glauben der Alphaner an. Beschäftigen die sich nicht etwa mit denselben Fragen wie Sie? Okay. Ach, eigentlich der Vernünftigere sein. Ihre Fakten können nicht sehr überzeugend sein, wenn Sie nicht bereit sind, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Okay. Sie sagten, sie hätten ihren Platz in dieser Welt an sich gerissen. Das setzt voraus, dass sie zuvor der rechtmäßige Eigentümer waren. Welche Beweise haben sie, um diese Behauptung zu stützen? Wir wissen, dass wir zuerst da waren, weil sie in unsere Welt eingedrungen sind. Diese Invasion weist deutlich darauf hin, dass sie kamen, um an sich zu reißen, was unser ist. Sie sehen das doch sicher auch so. Woher wissen Sie, dass Sie nicht bereits auf diesem Planeten lebten, bevor Sie ihnen begegneten? Nehmen Sie außerdem an, Sie seien zuerst da gewesen und wir hätten Sie überfallen? Ich sehe, dass sich hier nur Einzeller befinden, die alle gewisse Defekte aufweisen. Möglicherweise waren die Alphaner und die Omeganer irgendwann einmal in einer starken lebensfähigen Rasse vereint und wurden dann getrennt. Nur wenn sie wieder zu einem Ganzen werden können, können sie überleben. Diese Vereinigung wird nur durch Zusammenarbeit und unsere Unterstützung möglich sein. Captain, dieses Ding ist böse. Wir können sie nicht vereinen. Ihre Position ist unwiderlegbar und verkörpert den einzigen Sinn der Existenz unserer Kulturen. Danke, Captain Kirk, dass Sie mir die Augen geöffnet haben. Ja, ich wünsche Ihre Unterstützung für mein Volk. Bitte helfen Sie uns. Ah, super. Interessant. Und wir haben was gekriegt. Was ist denn das? Die dunkle Probe scheint eher mit Fäulnis als mit gesunden, lebenden Kreaturen gefüllt zu sein. Okay. Dann Tricorder. Mr. Spock. Diese Kolonie von Wesen scheint nur für kurze Zeit lebensfähig zu sein.
Mann, diese Alfaner strotzen wirklich vor Gesundheit. Sie pflanzen sich mit rasender Geschwindigkeit fort, ne? Okay, schnappen wir uns das Ding. Bevor es kaputt geht, ne? Sie nehmen die Alpha-Probe an sich, die sich kalt anfühlt. Okay. Müssen wir jetzt wahrscheinlich von dem anderen auch noch eine Probe kriegen. Deswegen sind die wahrscheinlich auch zwei Geräte. Links und rechts jeweils eins reinbringen, ne? Ja, wie? Asra, bist du nicht da? Hallo, Computer. Asra, bist du nicht da? Spock, holen Sie mal den Typen wieder her. Ich werde Asra jetzt reaktivieren, Captain. Da steht er. Wir können mit ihm sprechen. War es nicht genau so, wie ich vorausgesagt hatte? Sind die Alphaaner nicht Gefühl und mitleidlose Wesen, die es nicht verdient haben zu leben? Haben sie ihnen ihre Lügen aufgetischt? Ja, ja, Lügen. Lügen, 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 genau. Klar, natürlich, ne? Üble Lügen, ihre Position steht zu der ihren im Gegensatz, aber es gibt auch Gemeinsamkeiten. Sie konzentrieren sich so stark auf die Unterschiede, dass sie die Parallelen nicht sehen. Okay, dass sie die Parallelen nicht sehen. Captain, sie sind so verschieden wie Engel und Dämonen. Ähnlichkeiten. Sie sind Schattenwesen. Sie verspotten unsere Perfektion. Sie sind unsere Antithese, lange nach uns geschaffen, um uns und unsere Kraft des Guten zu vernichten. Sie nennen sich ständig gut, deuten an, den Alphaaner moralisch überlegen zu sein. Warum verhalten sie sich da nicht entsprechend? Aha. Wenn sie so perfekt sind, wieso brauchen sie dann unsere Hilfe? Sie sagten, sie wären nach ihnen erschaffen worden. Woher wissen sie das? Ja, das ist schon, was ich den anderen auch gefragt habe. Wir wissen, dass wir zuerst da waren, weil die heiligen Schriften es belegen. Geboren im Licht sind wir dazu bestimmt, die Mächte der Finsternis zu meiden. Das beweist zweifelsohne, dass wir die Ersten waren, die diese Welt bevölkerten. Das sehen Sie doch sicher auch so. Oder haben Sie etwa eine andere Interpretation der Ereignisse, die zur Existenz der Omeganer führten? Besagen ihre heiligen Schriften denn tatsächlich, dass vor ihnen keine anderen Lebewesen existierten? Wollen sie damit etwa andeuten, die wären zuerst da gewesen? Sehen wir doch mal, was wir haben. Zwei Einzellerorganismen, beide außerstande alleine zu leben. Die Alphaaner und die Omeganer. Ich nehme an, dass sie einst in einem Ganzen vereint waren, dann aber getrennt wurden. Eine dieser Kulturen existiert im Licht, die andere in der Dunkelheit. Und beide führen ohne die andere ein beschränktes und instabiles Leben. Captain, wissen Sie eigentlich, was Sie tun? Erlauben Sie uns, Sie wieder zu vereinen, Ihre gemeinsame Stärke wird sie wieder zu einer lebensfähigen Einheit machen. Die Überzeugungskraft ihrer Argumente hat mir eine Tür geöffnet, durch die ich eine Zukunft und eine Wahrheit sehe, die ich lange leugnete. Sie haben recht. Vielleicht konnte ich die Lösung nicht erkennen, weil ich nur die Hälfte eines Ganzen bin. Ja, ich wünsche Ihre Unterstützung für mein Volk. Bitte helfen Sie uns. Noch eine Probe. Jawohl. Dann gucken wir uns die auch mal an. Das von der Schale ausgehende Licht weist darauf hin, dass die Kolonie bestens gedeiht. Dann ist das Spock
Bitte scannen. Diese Kolonie von Wesen scheint nur für kurze Zeit lebensfähig zu sein. Ja, die andere auch, ne? Medizinischer Scan. Diese Omeganer sind unglaublich. Sie setzen fast jede Substanz um. Das erklärt auch diese Strahlen. Okay, gut. Dann nehmen wir es auf. Damit haben wir dann beide. Die Probenschale fühlt sich warm an. Und wir gehen zurück. So, kannst du mir noch ein bisschen mehr sagen? Okay. Scheint ja nicht wirklich viel zu sein, ne? Kannst du mir jetzt noch mehr sagen? Für die blaue. Mann, diese alten Schrotznoten pflanzen sich fort. Okay. Na gut, das kennen wir alles schon, ne? Okay, gut. Also. Dann. Dich mal da reinbringen. So, Mr. Jones, ne? Auch wenn dir das nicht gefällt, ne? Kommst du da rein? Ich weiß nicht wieso, aber ich konnte leider keine brauchbare Probe erstellen. Wieso konnte er jetzt keine brauchbare Probe erstellen, ne? Abgesehen von kleinen Designunterschieden. Meint sie irgendwas mit denen falsch? Mr. Jones, sind Sie sicher, dass Sie diese Proben nicht sequenzieren können? Ich versuch's nochmal, Captain. Okay. Noch ein Fehlschlag. Ich versuch's nochmal, wenn Sie wollen. Okay. Wie ungewöhnlich. Vielleicht sollte ich das Problem mal selbst in Angriff nehmen. Ich glaube nicht, dass Sie hier helfen können, Doktor. Hören Sie, Fenrich, Sie haben die Grenze inzwischen Inkompetenz und Gehorsamsverweigerung bereits überschritten. Ich versuche lediglich, Ihre Karriere zu retten. Ich weiß Ihre Mühe zu schätzen, aber Sie können mir nicht helfen. Okay. Wieso nicht? Fenrich, lassen Sie Dr. McCoy doch mal seine Künste an dieser problematischen Sequenz ausprobieren. Ich kann die Aufgabe sehr wohl erfüllen, Sir, wenn ich nur ein wenig Ruhe habe. Okay. Sir Jones, ich glaube langsam, mir werden die Schwierigkeiten etwas klarer. Sie sind eigentlich bewusst, dass Gehorsamsverweigerung ein Vergehen ist, das vor einem Kriegsgericht landet? Für mich sieht es so aus, als würden sie bewusst versuchen, uns hinters Licht zu führen. Kein allzu kluger Schachzug, was ihre Karriere angeht. Beruhigen Sie sich, Fenrich. Niemand kritisiert Sie. Ich brauche einfach einige Antworten. Das ist zwar die weicheste Antwort, aber vielleicht hilft es ja dann ihm. Ich schätze Ihr Angebot, Captain, aber ich weiß schon, was hier richtig oder falsch ist. Ich brauche Ihre Hilfe also nicht. Fenrich, ich verstehe Ihre Situation, aber jetzt ist beileibe nicht der richtige Zeitpunkt zum Philosophieren. Sie haben eine Aufgabe zu erfüllen.
Okay. Sie verstehen nicht, Captain. Sehen Sie sich die Alphaner und die Omegana an. Einmal an. Welches Recht haben wir, den Glanz der herrlichen Omegana zu schänden, indem wir ihre DNS mit der diesen Alphanianern kombinieren? Es gibt so viel Böses im Universum. Sie verlangen von mir, dass ich eine Kultur auslösche, die von Schönem und Guten geprägt ist, indem ich ihr genetisches Material mit etwas Bösem, Hässlichem kombiniere. Ich will an diesem Unrecht nicht beteiligt sein. Okay. Omegana sind Einzeller. Okay. Ich verlange nichts derartiges von ihnen, Fenrich. Sie glauben an den Kampf zwischen Guten. Völlig fehl am Platz. Fenrich, ich denke, Sie bringen da einiges durcheinander. Die Alphanianer und die Omegana sind Einzeller. Mögen die Projektionen auch hochentwickelt und menschlich scheinen. Es handelt sich doch nur um Bausteine. Wenn Sie sich die Sequenzen betrachten, werden Sie feststellen, dass aus dieser DNS unmöglich ein derartiges Wesen entstehen kann. Oder stimmt das vielleicht nicht? Einzelne Zellen. Natürlich. Ich war ein echter Idiot. Ich schätze, ich sollte mal wieder Aesop lesen. Keine schlechte Idee. Einige der weisesten Menschen der Geschichte haben Kinderbücher geschrieben. Man soll eine Eingabekarte nicht nach ihrem Etikett beurteilen. Altes interplanetarisches Sprichwort. Ich schätze, das war genau die Falle, in die ich hineingetappt bin. Diese Falle hat mich davon abgehalten, meine Aufgabe zu erfüllen, dazu gebracht, meinen Captain zu hintergehen. Wenn sie es tröstet, Fenrich, Sie sind kein guter Lügner. Vielen Dank, Sir. Ich hoffe, Sie geben mir eine Chance, meine Fehler auszumerzen. Glauben Sie wirklich, dass wir die beiden Kulturen kombinieren sollten? Sie haben die Sequenzen programmiert. Also wissen Sie auch, ob sie kompatibel sind. Sir, der Sequenzer gibt an, dass sie für ihren Fortbestand kombiniert werden müssen. Aber woher wussten Sie das? Ich habe Dr. McCoy zugehört. Er schien mir angesichts der Beweislage die logische Schlussfolgerung zu sein. Ah, danke, Captain. Okay. Das heißt, jetzt bist du hoffentlich bereit, das zu machen, oder? Na, hoffen wir doch mal. Bist du bereit, das zu machen? Den blauen da reinzupacken? Die Alpha-Probe ist sequenziert worden, Sir. Okay, und jetzt die gelbe Probe hier drüben rein. Hä? Wieso das denn jetzt hier, ne? Warum geht denn das nicht? Hilfe des Replikators. Ja, okay, gut. Vielleicht müsstet ihr auch einfach mal aus dem Weg gehen dort, dann kann ich das nämlich auch besser sehen. So. Und wieder zurück. So, und jetzt habe ich da drüben auch Sichtfeld. So, und jetzt die gelbe dort rein. Ich weiß nicht, wie ich das dort verwenden soll. Hä? Hä? Warum geht denn das jetzt nicht? Thank you.
Das ist der Ausgang. Ach. Da muss es rein. Okay. Diese Probe sequenziert wirklich traumhaft. Okay. Na gut, dann haben wir jetzt sie sequenziert. Und? Kannst du jetzt was mitmachen? Die beiden Proben haben sich problemlos miteinander verbunden, als wären sie einst ein Ganzes gewesen und dann getrennt worden. Jede Zivilisation, die schon vor 50.000 Jahren über derartige Technologie verfügte, hätte eine solche Sequenzierung durchführen und anschließend beide Hälften am Leben erhalten können. Captain, mit den sequenzierten Proben kann ich über den Replikator eine Probe mit den kombinierten genetischen Daten herstellen. Okay, willst du das dann auch machen? Oder nicht, ne? Komm, Mr. Jones. Dann mach das doch einfach. Ich stelle eine neue Kultur her, Captain. Captain, die genetische Sequenz ist noch immer im Computer gespeichert. Wenn wir eine weitere Probe brauchen, kann das der Replikator für uns tun. Oh, und wir finden etwas Neues. Und vor allen Dingen, es ist grün. Ein schwacher grünlicher Glanz kommt aus der Schale. Dann Tricorder. Diese Kolonie von Wesen scheint auf lange Sicht lebensfähig zu sein. Sie ist vital und gedeiht prächtig. Und was sagt Dr. McCoy dazu? Diese Kombinationswesen weisen eine Dreieckstruktur auf. Diese Gabbana haben die Energieeffizienz der Omegana und die Reproduktionsrate der Alphana. Interessant. Okay, gut, dann nehmen wir das jetzt mit. Ich taufe diese Lebensform offiziell auf den Namen Gamana. Mhm. Na gut. Warum, Mr. Jones? Das sind alles spanische Dörfer für mich, Captain. Klingt gut. Okay, ich nehme mal an, in der Mitte geht's dann weiter, ne? Ach ja, ein Hauptcomputer, ein dritter. Okay. Wir gucken uns mal eben an. Computerschaltpult. Sieht wie der Eingangsport einer genetischen Forschungseinrichtung aus. Sichtluke. Computerschaltpult. Großer Computer der Außerirdischen. Interessant. Jetzt können wir mal wieder die Scanner laufen lassen. Okay. Mein Tricorder zeigt dort nichts Außergewöhnliches an. Diese Stromkreise werden mit Energie versorgt, Captain. Daher sind sie funktionstüchtig. Mhm. Wieder keine Verbindung mit der Tastatur. Okay. Computer ist funktionstüchtig. Okay, gut. Irgendwas mit dem medizinischen... Ach nein, du sollst nicht den medizinischen Tricorder scannen, ob er in Ordnung ist. Du sollst ihn benutzen hier. Ob da schon irgendwas ist drin. Dort wird kein Mediziner benötigt. Okay. Okay, gut. Also, wird wohl nicht benötigt. So, ich würde sagen, ich speichere hier unter 4.4. Und wir geben jetzt die Probe ein. Die muss wahrscheinlich in den Slot. Nun, Jim, es sieht nicht so aus, als würde sich irgendetwas tun, ne?
Doch, ich habe mich wohl zu früh gefreut. Das Gerät hat die Probe aufgenommen. Es sieht so aus, als ob die Kolonie da drin heimisch wird. Die Lebensenergie schießt nach oben. Sie streben die hundertfache Energiekapazität des Signals an, das uns hierher gebracht hat, Captain. Die Gamana-Probe scheint in dieser Umgebung bestens zu gedeihen. Da kommen wir schon. Da kommen sie. Ich danke Ihnen für Ihre harte Arbeit. Sie haben uns die Gestalt verliehen, für die wir bestimmt waren. Ich habe die Befugnis, Ihnen die wahre Natur dieses Planeten zu enthüllen und Ihnen jene vorzustellen, die Sie hierher brachten. Stellen Sie einfach Ihre Fragen. Okay. Wir stellen unsere Fragen. Ich würde eher sagen, ich speichere hier unter 4.4 weiter. Und ich würde sagen, ich scanne diesen Typen hier nochmal. Diese Projektion läuft mit 1000 Einzelbildern pro Sekunde, was darauf hindeutet, dass die Ausrüstung lalalalalala. Okay, gut. Also mit 1000 Einzelbildern. Okay. Und medizinisch? Was er auch sein mag, lebendig ist er jedenfalls nicht. Na gut, dann kann man wohl nur mit ihm sprechen, ne? Ich danke Ihnen, Captain, für Ihre Hilfe bei der Schöpfung meines Volkes und der unerwartet notwendig gewordenen Ausrichtung unserer Kommunikationsantenne. Sie haben sich vorbildlich verhalten bei den 16 Stationen, die sich an dieser Stelle gemeldet haben. Was? Bei den 16 Stationen, die sich an dieser Stelle gemeldet haben, gab es 50% Todesfälle, 30% anderweitige Versagen und eine Erfolgsrate von nur 20%. Eine Gruppe erhielt Punkte für guten Stil. Punkte für guten Stil? Ist das hier irgendein Spiel? Oh nein, ist es nicht schon wieder eine außerirdische Kultur mit einem Überlegenheitskomplex? Wer ist es denn dieses Mal? Ihre Wertschätzung freut uns, aber trotzdem sind viele Fragen noch offen. Wer sind Sie? Ich bin Sisa, eine Projektion der Synthese von Asra und Visna. Sie wissen natürlich, dass die primitiven Lebensformen, mit denen sie zu tun hatten, außerstande waren, zu erreichen, was sie hier sehen. Sie werden auch bemerkt haben, dass die dämonischere der Kreaturen eine unerwartete Passivität an den Tag legte, während sich das moralisch reine Wesen aggressiv und blutrünstig verhielt. Die Widersprüche wurden bemerkt und entsprechend behandelt. Ich nehme an, Sie haben unsere Fähigkeit geprüft, mit unvereinbaren und widersprüchlichen Angaben fertig zu werden. Ja, Ihr logisches Denkvermögen wurde überprüft. Ebenso Ihre Fähigkeit, neue Ideen anzunehmen, selbst wenn Sie nicht mit tief verankerten Glaubensvorstellungen und kulturellen Gewohnheiten übereinstimmen. Sie haben bewundernswert abgeschnitten. Die Brassikaner sind beeindruckt. Ah, die Brassikaner. Kommt ihr aus einer Brasserie, hä? Seid ihr Biertrinker? Ich bin mir nicht sicher, wer die Brassikaner überhaupt sind. Captain, von dieser Stelle kann ich verschiedene Rückschlüsse auf die Brassikaner machen. Sie sind größer und schlanker als wir. Sie besitzen 3 Finger und einen Daumen an jeder Hand. Und ich gehe von bilateraler Symmetrie aus. Und ich weiß, dass ihr visuelles System wesentlich besser ausgebildet ist als das menschliche. Als sie diesen Ort zum ersten Mal aufsuchten, befanden sich die Menschen noch im Chromogon-Zeitalter der Entwicklungsgeschichte. Und ich möchte außerdem feststellen, dass sie ihre Entdeckung durch uns und wahrscheinlich jegliche andere Kultur des Universums erfolgreich vermieden, bis sie uns letztendlich
aus eigener Entscheidung die Signale übermittelten, die uns zu ihrem Stützpunkt führten. Danke, Mr. Spock. Im Laufe Ihrer Mission werden Sie mehr erfahren. Viel Glück! Kirk an Enterprise, Scotty, 4 zum Hochbeamen. Oh, und damit haben wir doch schon wieder eine so wunderbare Mission geschafft. Ah, Mr. Kyle, holen Sie uns doch schnell rein. Alpha und Omega, der Anfang und das Ende. In diesem Fall Pille, ein neuer Anfang. Wir fungierten sozusagen als Geburtshelfer einer neuen Lebensform. Zwei Hälften, die wieder zu einem Ganzen zusammengefügt wurden, so wie es sein sollte. Und wir können nur hoffen, dass dies das Ende von Ensign Jones' Vorurteilen bedeutet. Wir können alle lernen, Menschen nicht nach ihrem Äußeren zu beurteilen. Heinrich Jones täte gut daran, sich an die biblische Beschreibung Luzifers zu erinnern, der die Gestalt eines leuchtenden Engels annahm. Man kann halt niemanden trauen, besonders Leute, die wie spitzohrige Kobolde aussehen, stehen ganz unten auf der Liste. Es scheint, dass Dr. McCoy auf dieser Mission auch nichts gelernt hat. Nicht sehr erfreulich, wenn auch nicht unerwartet. Glücklicherweise haben die Alphaner und die Omeganer ihre Lektionen gelernt. Philosophie und persönliche Glaubenshaltungen können nicht so einfach von der Logik getrennt werden, wie mancher vielleicht annehmen mag. Wir Menschen erleben die größte Erfüllung, wenn es uns gelingt, beides zu vereinen. Wirklich, Captain? Tatsächlich. Aber auch ich habe heute genug philosophiert. Ich beschäftige mich jetzt besser mit den Brassikanern und ihrer kosmischen Aufgabe. Nun, mit mir an Bord kriegen wir sicher Punkte für guten Stil. Viele Fragen bleiben unbeantwortet, Captain. Und es gibt nur eine Art, sie zu beantworten. Captain, eine Nachricht von Starfleet. Auf den Bildschirm, Lieutenant. Wir haben Ihren Bericht über die Bewertung der Untersuchung auf Onios gelesen und stufen Ihre Leistung als 100% ein. Sie und Ihre Mannschaft erhalten 4 Auszeichnungspunkte. Perfekte Erfüllung der gesamten Raumflotte. Sie sind ein Vorbild für die gesamte Raumflotte, Jim. Vielen Dank. Auf geht's, Sulu. Warp Faktor 5. Wir verlassen den Orbit. Beschleunigung auf Warp Faktor 5.